Hey yo guys und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Unfassbar, dass das Jahr einfach schon wieder rum ist, dass Weihnachten schon wieder rum ist und Silvester, ey. Die Zeit ist gerast wie sonst was. Ein bisschen freue ich mich auf jeden Fall, dass wir ein neues Jahr haben. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ob sich wohl was ändert, wahrscheinlich eher nicht. Aber dafür denke ich mir so, kann es eigentlich nicht noch schlimmer werden. Jedenfalls habe ich heute, wie jedes Jahr, das erste Video auf meinem Kanal im neuen Jahr. Gott, das ist kompliziert. Ein What I Got for Christmas Video für euch. Und ja, dieses Jahr wurde ich sowas von häufig überrascht. Ich hatte ja eine ziemlich große Weihnachtswunschliste, falls ihr mein Video gesehen habt. Und es gab so viele Geschenke, die da überhaupt nicht drauf standen, die mich so voll irritiert haben. Aber wo ich natürlich überglücklich war. Und die werde ich euch jetzt einfach mal vorstellen. Und ja, viel Spaß beim Video. Also, als erstes habe ich, wirklich als allererstes bekommen, denn das habe ich ausnahmsweise vor Weihnachten gekriegt, sowas machen wir in meiner Familie nie, aber meine Handtasche ist letztens einfach in der Stadt gerissen und dann meinte meine Mama so, na dann kriegst du ein Weihnachtsgeschenk schon früher und zwar diese wunderschöne Handtasche hier von Mango. Man sieht leider schon, dass ich die schon ein bisschen länger benutze. Aber ja, ich wollte eine größere Handtasche als meine alte, die ungefähr die Hälfte, da hat nichts reingepasst. Und ich fand die so schön, das war Liebe auf den ersten Blick. Die habe ich nämlich in Berlin bei unserem kleinen Kurztrip gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, die ist so geil, die ist so geil. Und dann war sie mir zu teuer und dann habe ich mir sie gewischt und dann habe ich sie auch bekommen. Ich bin sehr, sehr, sehr happy über diese Tasche. Ich finde die total schick und nice und meine Farbe. Und passend dazu habe ich mir noch eine Handtasche gewünscht, aber eine etwas größere und zwar einen Shopper. Der ist tatsächlich in derselben Farbe, das war auch eher Zufall. Und der ist aber auch von Mango. Beides, glaube ich, aus Leder. Und ja, ich finde die Handtasche so schön. Also diesen Shopper. Der hat hier drin dann quasi auch noch so eine Innentasche mit Reißverschluss. Aber da passt auch sehr, sehr viel ohne den Reißverschluss rein. Und ja, ich bin sehr, sehr happy darüber. Und was ich noch brauchte, was mir auch letztes Jahr kaputt gegangen ist, war ein neues Portemonnaie. Und da habe ich mir dieses hier gewünscht. Das habe ich bei Zalando gesehen. Und ist von Seidenfeld-Manufaktur. Habe ich da auch zwischen zwei Farben gestruggelt. So ein Beige, was etwas heller ist. Okay, ich habe irgendwie heute ein Sprachproblem. Ein Beige, was etwas heller ist als diese Handtasche hier. Oder dieses Mint-Türkis. Ja. genau, und ich habe mich dann am Ende für das hier entschieden. Einfach, weil es gut zusammenpasst, aber trotzdem noch so ein Kontrast da ist. Das andere war mir ein bisschen zu langweilig. Und ja, ich bin sehr, sehr happy über das Portemonnaie. Dann habe ich von meiner Schwester wieder einen Gutschein für einen personalisierten Kalender bekommen. Das habe ich letztes Jahr schon bekommen. Ich habe mir auf jeden Fall einen neuen gewünscht. Der geht jetzt noch bis Februar und dann werde ich mir quasi bis Februar einen neuen Design. Das kann ich euch nur empfehlen. Du kannst den so auf dich anpassen, wie du möchtest. Da gibt es so viele coole Sachen, auch wie Sudoku und irgendwelche Travel-Seiten, wo du Sachen eintragen kannst. Also ist total spaßig. Du kannst dir das Design aussuchen, das hier aussuchen. Alles, was du möchtest. Und ja, ich liebe diesen Kalender über alles. Und ja, deswegen habe ich mir nochmal einen Gutschein gewünscht. So, dann habe ich von meiner Mama noch so ein, ich muss noch herausfinden, wie, wohin, ein Netz für zwischen die Autositze, dass man da quasi einmal was reintun kann und einmal, dass da quasi nicht so durchfällt. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Ich weiß nur noch nicht genau, wie man es aufhängt, aber das werde ich schon herausfinden. Dann habe ich von der Mutter meines Freundes wundervolle Geschenke bekommen. Und zwar von Dünenlicht. Ich glaube, das ist noch so ein Small Business, wo die alles mit Hand machen und zwar verschiedene Kerzen und ich finde die so cool. Die sind ja momentan sowieso voll trendy, kennt ihr mit Sicherheit auch. Und zwar hat sie mir da zwei solcher Bubble-Kerzen geschenkt. Eins und zwei. Und jetzt muss ich mir noch einen guten Platz aussuchen, wo die gut zur Geltung kommen. Aber ich habe mich sehr gefreut, denn diese Bubble-Kerze finde ich so nice. Und dann habe ich noch von ihr ein
Fondue-Set bekommen. Das habe ich mir aber auch gewünscht. Also die Kerzen habe ich mir auch gewünscht. Genau, ich habe mir ein Fondue-Set gewünscht, weil ich sowas noch gar nicht habe. Und das haben wir direkt an Silvester ausprobiert. Die erste Portion haben wir voll verkackt. Da ist die Schokolade erstmal angebrannt. Und bei Nummer 2 hat es dann allerdings geklappt und es ist ein Set für 8 Personen. Und ja, damit kann man natürlich nicht nur Schokofondue machen, sondern alle anderen Sachen auch. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon, das auszuprobieren. Also Schokofondue hat auf jeden Fall, wie gesagt, beim zweiten Mal gut funktioniert. Ich liebe Schokofondue, Leute. Dann habe ich noch einen, oh Gott, ihr könnt schon erkennen, einen riesengroßen Koffer bekommen, den ich hier gar nicht zeigen kann. In Knallegelb, Leute. Wie geil ist diese Farbe, bitte. Also den Koffer verliere ich auf jeden Fall nicht. Das kann ich euch garantieren. Und zwar ist der von Mandarina Duck, wenn man das so ausspricht. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine italienische Firma. Sieht wirklich sehr, sehr robust aus, dieser Koffer. Das war nämlich zum Beispiel so ein Geschenk, wo ich so, hä, Koffer? Aber ja, brauche ich. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber meine Familie hört einfach mega gut zu. Ich habe nämlich immer, wenn ich so Wochenendtrips mache oder irgendwie für ein paar Tage zu meiner Oma fahre, immer so einen winzig kleinen Koffer oder so eine Tasche, die auch sehr unpraktisch ist. Und dann habe ich gesagt, ich brauche so einen mittleren Koffer und ja. Hier ist er. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, mir einen zu Weihnachten zu wünschen, Mensch. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr und ich finde die Farbe echt mega, mega nice. Ihr wisst ja, ich bin immer sehr, sehr auffällig und bunt und so. Deswegen, ja, finde ich sehr nice. Dann, was ich mir noch gewünscht habe, was ich auch mega, mega cool finde, ist... Warte. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Ein Werkzeugkoffer. Und wie ihr sehen könnt, ist... einfach das Werkzeug pink. Wie cool ist das bitte? Ich finde das jetzt nicht so krass, weil wenn da jetzt sowas draufstehen würde wie Tussi on Tour oder so, sowas finde ich ganz schrecklich. Aber das hier finde ich auch noch relativ neutral. No. Das hier finde ich noch relativ neutral. Und dann weiß ich wenigstens immer, dass es mir gehört. Und da ist auch halt auch wirklich alles drin. Also wirklich alles, was man braucht. Ich freue mich auf jeden Fall, das zu benutzen. Gestern habe ich es schon benutzt. Dann habe ich noch was, was ich euch jetzt nicht zeigen kann, bekommen von meinem Freund. Und zwar habe ich von ihm neue Sneaker bekommen. Beziehungsweise habe ich, also ich habe sie noch nicht, aber er schenkt sie mir noch. Denn ich habe mich noch nicht bei der Farbe entschieden. Also ich nehme wahrscheinlich Dunks. Und ja, weiß jetzt irgendwie noch nicht genau, ob ich irgendwie so rosa oder eher doch, aber schwarz, nee, fand ich diese gut. Also ich bin auf jeden Fall noch am Überlegen, was ich da nehme und dann, ja, schenkt er mir sie quasi noch. Und dann habe ich von ihm einfach noch AirPods Pro bekommen. Ich bin saumäßig happy damit, weil das sind leider die einzigen, die mir... passen. Also die alten AirPods, die haben einfach von der Form, die passen mir gar nicht. Und die passen um einiges besser wegen diesen Mini-Noppen da vorne. Ja, und dann habe ich die auf jeden Fall noch von ihm bekommen. Da bin ich sehr, sehr dankbar drüber, denn ich brauchte unbedingt neue Kopfhörer. Dann habe ich noch diese wundervolle Palette von meiner Mama bekommen. Ich glaube von Nikita Dragon, wenn man sie so ausspricht. Bin mir unsicher. Aber mir geht es eh nur um die Farben innen drin. Und die sind ja mal wohl hammermäßig. Ich freue mich schon mega, die auszuprobieren und zu benutzen. Dann habe ich noch die wundervollsten Schuhe auf Erden bekommen. Leute, falls ihr meinen YouTube-Kanal schon seit Jahren verfolgt, ich wünsche mir seit bestimmt 3-4 Jahren schwarze Doc Martens zu Weihnachten. Und meine Familie hat sich einfach immer dagegen gewehrt, weil sie gesagt haben, nein, solche Schuhe schenken wir dir nicht. Vor allem nicht in schwarz. Tja, Leute. Nein, meine Oma war dann dieses Jahr endlich bereit, sie mir zu kaufen, weil sie gemerkt hat, wie sehr ich sie doch wirklich haben möchte. Und ja, dann habe ich mir welche rausgesucht. Das sind jetzt nicht die typischen, ich glaube, die heißen Pascal, gell? Die ich sonst habe. Also ich baue mir ja gerade eine Doc Martens Sammlung auf. Ich habe bis jetzt immer die gleiche Form in allen verschiedenen Farben. Diesmal wollte ich aber gerne welche mit Plateau und habe mir diese ausgesucht. Das sind die Jaden. Das sind die mit dem Reißverschluss hier. Da war ich erst so ein bisschen, will ich das? Aber ich finde es auf jeden Fall, also es sieht echt, also ich dachte, es würde mich vom Aussehen her stören, aber es stört mich gar nicht. Und Leute, diese Schuhe sind so geil. Ich finde die so schön.
Und ja, ich bin mehr als glücklich, wie ihr vielleicht merken könnt. Ich freue mich mega, mega, mega dermaßen über diese Schuhe. Das ist der Wahnsinn. Dann habe ich noch, das kann ich jetzt wirklich hier nicht zeigen, aber das habe ich schon. Dann habe ich von meinem Papa einen Schreibtischstuhl bekommen. Und ich bin überglücklich damit. Denn ich habe mir den ausgesucht, weil der sehr, sehr, sehr gemütlich aussah. Den habe ich halt online gefunden. Der sah mega gemütlich aus. Und Halleluja, er ist es auch. Gleichzeitig finde ich, sieht er super, super schick aus, so in Grau. Und ja, ich habe jetzt einfach in der Klausurenphase, ich habe gerade Klausurenphase, habe ich einfach gemerkt, dass mein Popo echt mega mäßig wehtut. Ich hatte vorher quasi so einen billigen Schreibtischstuhl und der war halt einfach steinhart und nicht so anpassungsfähig und. Und dann habe ich mir diesen ausgesucht und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich so entschieden habe. Und natürlich, dass ich ihn bekommen habe. Auf jeden Fall tut jetzt mein Po echt nicht mehr weh, seit ich den habe. Seit Weihnachten hält er schon mal gut durch. Und dann noch ein hammer, hammer, hammermäßiges Geschenk. Ich weiß gar nicht, wie ich meiner Mama danken soll. Das ist unfassbar. Sie kennt mich halt auch mega gut. Ich habe einfach von ihr eine Drohne bekommen. Ich war so richtig so, Leute, meine Mama ist ja zurzeit in Amerika und sie hat mir das Ding einfach nur gezeigt, als wir so gevideochattet haben. Leute, ich habe wirklich geweint vor Freude, weil ich das nicht fassen konnte. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist jetzt? Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich kann es auch nicht erkennen. Das ist wie ein Schnitt. Ist das eine Drohne? Oder was? Eine Drohne? Oh mein. Damit habe ich null gerechnet und meine Mama, die hat... Nee, die hat mich einfach sowas von überfordert in diesem Moment. Das Schlimme ist, ich habe sie jetzt nicht. Sie liegt in den USA. Aber Leute, ihr wisst gar nicht, wie aufgeregt ich bin, die zu benutzen. Ich mal mir das schon immer auf. Was für geile Sachen ich damit jetzt machen kann. Mega Fotos, mega Videos. Ich freue mich mega auf Travel-Videos, die ich dann hier mit euch teilen kann. Ich freue mich mega auf Fotos, die ich mit euch teilen kann. Auf meinem Instagram. Und ja, Leute, also ich bin überglücklich über dieses Geschenk. Und wie gesagt, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich bin mega, mega froh und dankbar dafür. Und ja, Leute, freut euch auf ein paar mega nice Drohnenvideos in Zukunft. Ich hoffe ja sehr, dass ich sie im Februar in den USA abholen kann. Drückt mir bitte die Daumen. So, Leute, und das war's dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Erzählt mir doch gerne eure Geschenk-Highlights dieses Jahr. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Tschüssi. Alter, ich habe ja nur noch 24 Sekunden. Ich habe das mega getimt.